es tut mir leid, er ist nun mal da. Hier ist Ludger K. Lawrence. Oh, was sehe ich da? Ein Kabarettist, der ein T-Shirt aus dem Massengeschmack-Shop trägt. Na, das kann ja heiter werden. Wurde es auch. Allerdings begrenzt nur für die Zuschauer, denn der Auftritt von Ludger K. in der NDR-Sendung Trepper und Feinde wurde erheblich gekürzt. Und es ist interessant, sich anzuschauen, welche Passagen gekürzt wurden. Ludger war nämlich aufgrund schlechter Erfahrungen mit dem Fernsehen so clever, eine eigene Kamera aufzustellen. Somit konnte er seinen gesamten Auftritt mitfilmen und nun vergleichen. Was auffällt? Vor allem Kritik an Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen fiel der Schere zum Opfer. Also es fiel ja schon auf, immer dann, wenn öffentlich-rechtlich das Wort fiel oder NDR oder auch bestimmte Sendungen, Panorama, Monitor, dass da sehr viel rausgeschnitten wurde. Ja. Also wo man natürlich jetzt sagen könnte, offensichtlich haben die einfach keinen Humor oder möchten einfach verbitten sich jegliche Kritik an sich selber, oder? Es wirkt ein bisschen so. Also als Comedian, Stand-Up-Comedian, so sehe ich mich ja eigentlich auch eher, Stand-Up-Kabarettist, der auch mal spontane Sachen macht, fand ich die Vorstellung einfach richtig geil, zu der NDR-Aufzeichnung zu gehen und dann den NDR zu verarschen, explizit auch mit Nennung der entsprechenden Sendung. Und ganz offen unter uns jetzt hier, ich hätte es nicht gedacht, dass da alles dahingehend rausgeschnitten wird. Mhm. Die Namensnennung der entsprechenden Sendungen wurde mittendrin in einem Teilsatz rausgestrichen. Mhm. Und mein, wie soll ich sagen, nicht aufrichtiges Bekenntnis zu diesem öffentlich-rechtlichen System, einschließlich Einfordern des Applauses, wurde ja auch nicht nicht drin gelassen, was man auch hätte machen können. Also es ist ja eigentlich eine augenzwinkernde Note, aber auch das komplett raus. Sodass natürlich dieser Beitrag, den ich da habe, der ist, diese Geschichte mit dem Gewinnspiel ist relativ lang, bekommt einen ganz anderen Charakter. Mhm. Also es ist schon explizit ein Piesacken der Öffentlich-Rechtlichen gewesen, ohne das System direkt komplett in Frage zu stellen, sondern einfach, man erkennt eine gewisse Taktik, über die es sich auch nachzudenken lohnt. Aber leider ist alles raus. Ja, Elmar Thewissen ist ja eigentlich beim ZDF, insofern man ja sagen kann, okay, da hätten sie ruhig drin lassen können, haben sie aber auch rausgeschnitten. Ja. Ja, das war natürlich in dem 15-minütigen Auftritt schon eine etwas härtere Pointe, aber ich muss sagen, ich glaube, Serdar Jomundo war auch mal hier zu Gast, der hat natürlich hinsichtlich Härte eine ganz andere Messlatte, also demgemäß glaube ich, die Thewissen-Pointe finde ich persönlich ganz gut, die ist schmissig, aber da gibt es nur brutalere Sachen. Ja, oh gut, der hat ja auch Erfahrung gemacht mit, dass er geschnitten wurde. Also das ist ja für ihn auch nichts Neues. Genau, auch bei privaten Sendern, auch nicht bei öffentlich-rechtlichen. Also es ist halt, glaube ich, insgesamt die Tendenz zum auf Nummer sicher gehen. Mhm. Nach dem Motto, oh, nicht, dass es da jetzt irgendwelche Rückmeldungen gibt. Früher hieß es, die Menschen schreiben uns Postkarten und heute hast du halt Angst vor irgendeiner Hate-Speech-Offensive im Kommentarbereich. Und man macht es sich halt sehr einfach, indem man sagt, ah, okay, war witzig. Also diese Thewissen-Pointe, die kam schon sehr stark. Mhm. Aus dem Aspekt hätte man sagen können, die muss drin bleiben. Mhm. Aber hinterher ruft da einer an vom Heute-Journal und dann haben wir Ärger, also war sie raus. Ich kann das menschlich auch schon verstehen, aber als Komödiant fand ich es natürlich sehr bedauerlich. Ja gut, aber auf der anderen Seite, ZDF hat die Anstalt im Programm, die ja auch mutig sind und die senden ja live. Also da könnt ihr also mal senden, aber egal was gesagt wird. Mhm. Insofern sollten die eigentlich sehr drüber stehen. Ich glaube, das ist eher voreiliger Gehorsam. Ja, Wolfgang Trepper macht dann auch ein schönes Schlusswort eigentlich, was sie da auch rausgeschnitten haben, was ich gar nicht verstehen kann. Das war ja eigentlich eher witzig. Ja. Und die Frage, die er dir stellt, die ist ja auch nicht ganz unberechtigt letztendlich. Denn die Frage ist, wenn man sozusagen im Fernsehen stattfinden möchte, und als Kabarettist ist es, glaube ich, wichtig, dass das passiert, für die eigene Bekanntheit. Ja. Und dann am laufenden Band den in die Suppe spuckt mit seinen Auftritten, dann darf man sich ja nicht wundern, wenn man irgendwann nicht mehr gebucht wird fürs Fernsehen, oder? Ja, aber ich habe ja keine Strategie dahinter, sondern sage ja einfach nur das, was ich denke. Und das sollte ein Kabarettist oder Comedian ja auch machen. Die Sachen, die einen selbst beschäftigen und die Haltung, die man hat, irgendwie so komödiantisch zu verpacken. Und wenn das halt sich zufälligerweise dann auch gegen diejenigen richtet, die einem diesen Auftritt ermöglichen, warum nicht? Es war, was Trepper gesagt hat, war natürlich sehr, sehr witzig, sehr, sehr spontan. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn das drin geblieben wäre. Aber das hat's leider, sein Schlusswort hat es dann leider auch nicht geschafft. Also ich darf mich nicht wundern, aber es ist halt nur ein Teil. Mir fehlen auch andere Sachen, also zum Beispiel die Motivation. Da bin ich ganz ehrlich. Ja. Wenn du
als sehr, sehr junger Comedian auf diese Fernsehwelt blickst, dann bist du zu allem bereit. Und wenn dann einer sagt, ja komm, dann zieh dir doch mal das Kostümchen an und dann machen wir mal irgendeinen Spot über Kentucky Fried Chicken und dann hüpfst du mal da rum als Huhn, das macht dann ein 20-jähriger Comedian. Aber irgendwann, wenn du dir mal so ein bisschen die Live-Pfründe erspielt hast, willst du nicht mehr alles machen. Und ein Stück weit ist dieses Inszenierte der Fernsehaufzeichnungen schwierig zu handhaben. Es unterscheidet sich vom Charakter her erheblich von dem, was live geboten wird. Und ich strahle das auch aus. Also da muss ich auch selbstkritisch sagen, man merkt mir bei so einer Fernsehaufzeichnung an, eigentlich will der weg. Also so, wenn die Kameraleute dann ihre Einstellungen machen und dann merken sie, der fühlt sich aber nicht wohl. Es ist ein gewisses latentes Unbehagen. Ich leugne das nicht. Ja, du hast ja auch eine Geschichte im Fernsehen hinter dir, also auch hinter den Kulissen als Redakteur und so weiter. Also das ist ja nicht so, dass du jetzt sozusagen als Außenstehender aufs Fernsehen geguckt hast und gesagt hast, ich schreibe mal eine lustige Nummer drüber. Sondern du hast ja sozusagen auch Erfahrungen gesammelt. Was hast du so gemacht? Ja, ich glaube, unsere beiden Lebensläufe sind in gewisser Art und Weise ineinander ein bisschen. Also du bist der NDR-Mann, ich der WDR-Mann. Ja. Und ich wollte das sehr, sehr früh etwas da, wie es ja dann heißt, im Bereich Medien oder Bereich Fernsehen. Damals entstanden gerade die ersten Studiengänge. Also ich habe noch sehr allgemein studiert und kam dann irgendwann rein. In das System und habe das auch sehr, sehr gerne gemacht. Und ich fasse jetzt natürlich brutal zusammen. Über die Jahre hinweg gibt es gewisse Wiederholungserscheinungen, die dich auch bestimmte Sachen in Frage stellen lassen. Es wurde ein bisschen hektischer. Und ich habe dann irgendwann mich gefragt, ob ich das in dieser Form noch machen, stehe ich da wirklich voll hinter. Mhm. Aber ich lege Wert darauf, dass ich hier nicht als Whistleblower des WDR hinkomme und sage, da habe ich aber ganz, ganz schlimme Leute kennengelernt. Klar. Also ganz im Gegenteil. Ja. Meine Hauptredaktion damals war daheim und unterwegs. Bei denen habe ich am längsten gearbeitet, am Stück. Und das war also auch mehr so seichte Nachmittagsunterhaltung mit ein bisschen Service und so weiter. Ja, ja. Und es war ein sehr gutes Team, also sehr liebenswert. Das sage ich aus vollem Herzen jetzt. Und ich habe eigentlich auch nie offiziell aufgehört, sondern ich habe irgendwann gesagt, ich gönne mir eine Auszeit. Das war auf ein Jahr angelegt und jetzt sind doch etliche mehr draus geworden. Also wer weiß. Ne? Dir ist ja beim Saarländischen Rundfunk halt schon was passiert. Mit der Auftritt komplett weggeschnitten. Ja, auf die worden. Bin ich sauer. Beim NDR bin ich jetzt sehr geschmeidig, denn ich kenne Trepper seit langem persönlich. Ich kenne auch den Chefredakteur. Das ist echt ein guter Mann. Und beim Saarländischen Rundfunk war ich ein bisschen sauer. Das war eine Riesensache. Damals ein Kabarettpreis an Ingwerter Pfanne. Es wurden... St. Ingberter Pfanne, das ist einer dieser unzähligen... St. Ingbert. Ja, also daran musst du dich, wenn du dich ein bisschen mit Kabarett beschäftigst, gewöhnen. Es gibt unendlich viele Preise, die natürlich sich alle selbst für einen der wichtigsten halten. Natürlich. Aber letztlich sind es ein bisschen mit Preisgeld aufgeblähte Mixshows. Ja. Oder eben mit einer Fernsehaufzeichnung. Und der Saarländische Rundfunk hat es richtig krachen lassen. ich gebe offen zu, dass ich mich sehr darüber gefreut habe, weil es war so dieser Rhythmus geplant, den man kennt, erst die dritten Programme, dann Dreisat, dann wird alles wiederholt. Also da kommt man schon mit Fernsehauftritten über 2 Jahre. Und plötzlich merkte ich, dass alle Teilnehmer dieses Wettbewerbs ausgestrahlt wurden, nur ich nicht. Und dann wurde mir irgendwann gesagt, dass der Beitrag weg ist. Aber wir haben ja beim Fernsehen gearbeitet. Wir wissen also, dass der weg ist im Sinne von, der ist verloren gegangen. Es sind alle Spuren verloren gegangen. Also wir wissen, wie es läuft. Es sind 5, 6 Kameras, die haben alle so ein Digitalband innen drin. Mhm. Das wird digitalisiert. Es gibt eine eigene Aufzeichnungsspur nur für den PA-Ton. Mhm. Und das war dann alles weg, aber nur von mir. Also die nach mir aufgetreten sind, die wurden ausgestrahlt. Ja, also müssten auf allen... ein bisschen unglaubwürdig. Also wer dran glaubt, 6-mal hintereinander 6 Richtige im Lotto zu haben, der glaubt auch das. Ja. Also da war ich sehr ungehalten, weil da hätte ich es noch eher akzeptiert zu sagen, nee, das... Worum ging es denn inhaltlich in dem Beitrag? Es war ein dreiviertelstündiges Stück aus meinem Programm. Und, dreiviertelstündig? Das war sehr lang, aber es war auch auf 3/4 Stunde angelegt. Im Gegensatz zu der Sendung jetzt im NDR war es nicht so, dass man wusste, man wird gekürzt. Ganz im Gegenteil, das Format dauert jeweils pro Folge 45 Minuten. Dementsprechend musst du auch viel machen. Und, das war ein Format in mehreren Folgen aufgeteilt. Genau. Und in jeder Folge tritt einer auf. Genau. Und deine Folge wurde nicht ausgestrahlt. Die wurde nicht jetzt verstehe ich dies das weg, ja. Ja, sorry, hätte ich vielleicht ein bisschen präziser sagen sollen. Es wurden alle ausgestrahlt, nur eben ich. Und da war ich war ungehalten. Ich war ein bisschen traurig. Also man ist ja ein Stück weit auch eitel. Ja, klar, natürlich. Demgemäß, es gab da hinterher so eine Interviewrunde.
wo ich dann schon merkte, die Fragen sind doch sehr auf den Inhalt bezogen. So, wie bist du so positioniert? Bist du einer von den Guten? Und da hatte ich schon so einen Verdacht und fing dann an, meine vorhandenen öffentlich-rechtlichen Kontakte zu nutzen, um die Bänder zu kriegen. Das ist mir aber nicht gelungen. Die sind dann weggenommen. Eine Interviewrunde mit wem? Also wie? Das war eine interne Interviewrunde dieser Veranstaltung damals. Alle Teilnehmenden wurden nochmal in eine Gaststätte gebeten. Ah. Man hat miteinander geredet und man hat ein bisschen aus seinem Lebenslauf erzählt. Und das war spannend. Und ich fühlte irgendwie so, ja, ich muss mich jetzt hier für Sachen erklären. Mhm. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.